In diesem Video möchte ich einen Überblick geben über neue Instrumente, ich nenne es jetzt mal aus dem Bereich Soundtrack. Das heißt Instrumente, die ja mit ganz wenig Aufwand eine ja, musikalische Grundstimmung zum Beispiel schon mal vorgeben können. Und dabei spielt es jetzt vielleicht überhaupt keine große Rolle, ob ich jetzt hier einen Film vertonen will oder ob ich etwas für Werbung brauche oder ob ich einfach ja, für ein ruhiges Intro meiner Pop- und Rockband entsprechende Klänge und Sounds suche. Teilweise sind die Instrumente hier ja, eine Fortführung von ja, bestehenden Libraries, die eben auch schon in Vorgängerversionen von Complete 14 mit enthalten waren. Was alle diese Instrumente auszeichnet, ist eben, dass ich hier komplexe Klangstrukturen mit ein paar Tönen ja, schaffen kann, eine musikalische Grundstimmung vielleicht vorgeben kann oder kleine musikalische Gesten formen kann. Und dabei helfen mir auch teilweise die Oberflächen. Also jetzt hier habe ich zum Beispiel mal Ashlight geladen und das habe ich dann auch gleich in einem kleinen Demo mal verwendet. Ich möchte mal den Sound jetzt solo anspielen. Ich habe jetzt hier nur eine Taste gedrückt und diese Klangveränderungen kann ich eben hier in diesem Feld vornehmen. Bei den mitgelieferten Presets sind hier immer unterschiedliche Parameter, die ich damit verändere. Es lohnt sich aber wirklich mal, diese Presets einfach durchzuhören und am besten hier ganz intuitiv mal damit rumzuspielen. So als Hinweis, diese, ja, Veränderungen, die ich jetzt hier mit der Maus vorgenommen habe, lassen sich natürlich in einer DAW dann dementsprechend als Automation auch sehr leicht aufzeichnen und so bekomme ich eben ein sehr lebendiges Klangergebnis. Dieses Instrument Ashlight, wie die Vorgängerversion Farlight und Straylight auch schon, besteht im Prinzip wieder aus ja, zwei Klangquellen. Einmal hier dieser Grain-Bereich, hier geht es um granulare Synthese, das heißt, hier wird ein Sample eben nicht einfach linear von vorn bis hinten durchgespielt, sondern ich kann hier eben im Sample umherwandern, teilweise eben automatisiert durch LFOs oder eben auch durch meine Bewegungen hier in diesem mittleren Bereich und einmal aus einer Sample Engine und diese beiden Bereiche kann man natürlich wieder mischen. Die entsprechenden Parameter finde ich hier eben auf der Grain-Page oder auf der Sample-Page. Das Ganze lässt sich natürlich wieder sehr ja, kreativ mit Effekten bearbeiten dann und eben hier in diesem Feld dann mit entsprechender Zuweisung der Parameter dann in Echtzeit ja, bewegen und automatisieren. Ein weiteres Instrument, das neu hinzugekommen ist, ist dieses Instrument Lors. Und hier haben wir schon im gesampelten Material bestimmte Bewegungen, vielleicht kleine ja, musikalische Veränderungen. Und ich kann hier mit ein paar Akkorden einfach eine Grundstimmung vorgeben. Auch hier ist es wieder wichtig, dass ich in irgendeiner Form Bewegung in den Klang vielleicht noch reinbringe. Und dazu haben wir hier zwei Parameter, einmal dieses Modulationsrad und einmal den Expression Controller. Ich spiele das Instrument mal an. Und ich denke, man konnte sehr gut hören, dass eben allein in diesen gehaltenen
ja, Tönen eine gewisse Struktur dann eben erscheint, je nachdem, welche Klänge oder welches Sample-Set dann hier eben vorgewählt ist. Und als letztes nehme ich noch dieses Instrument Sequiz. Aus diesen drei Instrumenten habe ich dann eben auch dieses kleine Demo erstellt. Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit eben, ja, über das Modulationsrad, man kann sich vorstellen, die Komplexität des Klanges zu steuern. Ich spiele das Ganze mal an. Ja, und was hier auch dahinter steckt, das sehen wir auf dem Edit-Bereich. Das ist im Prinzip ja so etwas wie ein Sequenzer, der dann eben auch diese rhythmischen Strukturen meiner unterschiedlichen Sounds dann mit vorgibt. Und man sieht auch hier sehr schön, was eigentlich dann dieses Modulationsrad macht. Wir haben hier praktisch vier so Ebenen, kann man sich vorstellen, also vier Layer, die ich dann eben dementsprechend mit einblenden kann. Und dadurch kommt natürlich auch nochmal eine andere Klangfärbung dann zustande. Wenn wir uns jetzt dieses kleine Demo ansehen, dann sieht man jetzt hier schon in dieser Übersicht, dass ich sehr, sehr wenige Noten verwendet habe, also hauptsächlich liegende Klänge. Und hier sind natürlich solche Instrumente, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe, von Vorteil, denn je weniger sich wirklich musikalisch tut, also das heißt vom Notenmaterial, desto mehr muss ich vom Klang tun, damit dieser Klang eben nicht sehr schnell langweilig wird, sondern so habe ich eben die Möglichkeit, eine gewisse Spannung vielleicht aufzubauen über einen Bereich von einer Minute, so wie ich es jetzt hier in meinem Demo mal vorbereitet habe. Ich denke, man konnte an der Oberfläche jetzt hier sehr schön sehen. Ich hatte ja die Automation mit angeschaltet, dass ich eben nur durch die Automation hier in diesem Bereich sehr starke Klangveränderungen bei diesem Basssound, den ich als erstes eben angespielt hatte, dann mit erreichen kann. Wie gesagt, diese Instrumente sind für mich jetzt nicht nur Instrumente, die ich eben sehr gut im Bereich Soundtrack, Filmmusik, Musik für Werbung einsetzen kann, sondern eben auch in anderen musikalischen Bereichen. Immer wenn es darum geht, mit möglichst ja, wenig musikalischem Material eine Stimmung aufzubauen, worüber dann zum Beispiel verschiedene andere Instrumente auch ein gewisses Solo legen können oder ein Sänger eine bestimmte Phrase legen kann.